Hallo, meine Freunde der guten Laune. Hier ist Givi und falls ihr euch erinnern könnt, wir müssen jetzt jemanden kutschieren und er soll ein schlechter Beifahrer sein. Ja, und ich werde jetzt mal meine Rennfahr-Auto-Skills auspacken. Mal gucken, wen wir da überhaupt kutschieren müssen. Ich versuche mich jetzt mal hier hinzutrauen. Da muss ich hin. Und dann sehen wir mal weiter. Was ist das? Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Was? Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Was? Da ist jemand in meinem Spiel drin? Ich hasse dich! Hasse dich! Ich bin gerade am Let's Playen. Ich habe keine Zeit für sowas. Okay. Mann, warum geht denn genau jetzt jemand? Wir wollten gerade die Mission starten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir rennen da jetzt einfach mal hin. Das kann denn schon schief gehen. So. Ich finde den Kollegen schon. Irgendwo in diesem Umkreis muss er sich befinden. Online-Hacking, gehackt werden. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte über Ihnen, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Aha. Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Okay. Nicht der Hacker. Okay. Okay. Ich habe schon echt schlimme Autofahrer erlebt, aber die schlimmsten gibt's. Ich hab keinen. Mann, hier sind so viele Leute. Wer könnte es denn sein? Da. Da bist du ja. Du gehörst mir. Ach, so. Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Den haben wir auf jeden Fall erledigt. Wehe, du hackst dich nochmal in mein scheiß Let's Play. In mein Let's Play, nicht scheiß Let's Play. In mein Let's Play rein. Dann gibt's Ärger. Mal gucken, Bekanntheitsgrad. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigen Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Okay, muss ich denn jetzt noch irgendwas machen? Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Aha. Okay. Mann, er ist ja schon wieder bei mir drin. Das gibt es doch nicht. Mann, der 2x The Tap ist aber ganz schön aufdringlich. Mir fehlen gerade echt die Worte. Ich will das scheiß Spiel spielen. Das machen wir aber jetzt mal. Aus. Weil wir wollen uns ja jetzt dem Let's Play widmen. Toll, neues Missionsziel, kommen Sie in Cops. Zentrale, wir brauchen eine weitere Einheit. Over. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich hoffe, sie wissen nicht genau, wo ich mich befinde. Verdächtiger in Sicht. Wie, ich bin in Sicht.
Leute. Mach's dir nicht so schwer, Mann. Wie, die haben mich? Hey, schnell, hier drüben! Junge! Junge! Junge, uncool, Mann! Ich hasse es! Mann, erst dieser Hacker und jetzt das. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Stress. Ja, ich hab's schon begriffen. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Ich wollte doch... Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Oh, toll. So. So, wo komme ich denn jetzt hier raus aus diesem Gebäude? Na, hier komme ich hoch. Oh, fuck. Nein. Egal, fahren wir mal hoch. Ist das schwer. Und hier muss ich ja irgendwo wieder runtergehen. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir fahren irgendwie die ganze Zeit, ups, in die falsche Richtung. Ich will eigentlich runter. Ich wende mal. So. Okay. Nein. Nicht da. Nein. Nein. Nicht dagegen. Nein. Nein. Gut, nein. Nein, nein, nein. Okay. Es ist so frustrierend, ey, wirklich. So. Wie geht's denn weiter runter? Aus dem Parkhaus rauszukommen ist ja richtig anstrengend. So. Wie geht's raus? Dürfen wir? Ja. Aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich hatte doch eine Hauptmission, oder irre ich mich? Wo ist denn meine Hauptmission? Danke. Ich will aber nicht online hacken. Keine Verbindung zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Ich möchte aber jetzt keinen davon erledigen. Ich will zur Hauptmission zurück. So. So einfach ist das. Wieso soll ich denn jetzt online hacken? Aber das muss warten. Ja, richtig. Das muss warten, weil ich will die Hauptgeschichte spielen. Ja, danke. Ich bin jetzt wieder zu meinem okay, alten Ziel jetzt zurück. Kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. So, hier parken wir. Vielleicht nehme ich mir das Auto gleich nochmal. Habe ich ja jetzt eigentlich recht sachte gefahren. Jetzt aber, Freunde. Jetzt kommt die Sache, wo ich Auto fahren darf. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt gleich nicht wieder irgendein Online-Hack passiert. Ich habe es jetzt zumindest mal ausgestellt. Ich habe nichts dagegen, aber es muss ja jetzt nicht sein. Okay. Eine Hackergruppe, die sich selbst DeadSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTO ist anfällig für Angriffe von... Na also. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Erreichen Sie für den Fahrauftrag die Westinsel? Okay. Nehmen wir doch mal das. So, da muss ich hin. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Aha. Ich hoffe, wir sind nicht gleich bei einer Absperrung drin. Wir fahren jetzt erstmal so unauffällig, als wäre nichts gewesen. Sag mal, ist hier 30er-Zone, Junge? Du kannst doch schon... Nein, ich will die Brücke da hinten nicht hacken. Ich wollte die Ampel. Fahr doch, Junge. Fahr. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Was ist das denn jetzt? Jetzt ist er falsch, oder was? Polizeiverfolgung besteht aus drei Phasen. Scan, weichen Sie den gelben CTOS-Scan-Bereich aus. Verfolgen, hängen Sie die Polizei ab, indem Sie den Sichtkontakt unterbrechen. Suche,
verlassen Sie den grauen Suchbereich oder verstecken Sie sich, bis der Timer abgelaufen ist. Och, Mann. Okay, wir geben uns beste Mühe. Ich hoffe, das wird jetzt was. Schauen wir aber mal ganz kurz, dass wir schon in die richtige Richtung fahren. Scheiße. Jetzt muss ich natürlich einen anderen Weg fahren. Wenn ich denn mal vorwärts komme. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Ups, Verzeihung. LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Oh, fuck. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Hier Leitstelle, das CTOS hat Verdächtigen lokalisiert. Okay, machen wir die Brücke mal eben dicht. Okay, und fahren jetzt direkt einer Polizei entgegen. Uncool. Uncool. Ah. Hallo, Brücke? Wir brauchen hier einen CTOS-Zugang. Okay. Wo versteckt sich der Kerl? Seht ihr? Jetzt müssen wir ihn verstecken. Schnell raus hier. Raus aus dem Ring. Ihr sucht euch entkommen. Gebt sofort ein Täterprofil in Umlauf. Oh oh. Oh oh. Wow. Also hier muss ich auf jeden Fall meinen Macke abholen. Komm her. Okay, geschafft. Yes. Oha. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Das sieht aber ganz schön zerdellt aus. Ich glaube, der war in der Schießerei verwickelt. So, wie sie suchende Gegner entkommen, verlassen sie das Suchgebiet und bemerkt, sie können sich auch mit in ihrem parkenden Fahrzeug verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können Gegner sie und ihr Auto trotzdem erkennen. Treten sie auf Gaspedal R2, um ihr Fahrzeug wieder zu starten. Okay, ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt durch mit dem Thema. Jetzt geht's erst richtig los. Wo will denn der Typ überhaupt hin? Haben wir ein direktes Ziel? Haben wir. Da sollen wir hin. Das ist ja theoretisch nicht so weit, aber ich wette, dass die Bullen mich auf diesem Weg hier finden und alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Sind die Polizisten da gleich weg? Halt den Kopf unten. Ha. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Kann die scheiß Polizei da nicht abhauen? Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer auf... Verdammt, ein Streifenwagen! Ich sehe ihn. Oh, fuck! Mann, das ging aber jetzt echt schnell. Ich bin so ruhig, weil ich versuche mich gerade total zu konzentrieren, aber wie soll ich denn in den Seitengassen bleiben? Ich muss doch nun mal gleich dahin. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Eddie ist tot, ja, habe ich jetzt auch begriffen. Mann, was geht mich das überhaupt an? So, gucken wir uns mal die Straßen an. Ich bin gleich hier. Kann ich da irgendwo in den Seitengassen bleiben? Nein, ich muss daran vorbei. Und auf die Hauptstraßen soll ich hier anscheinend nicht. Ich kann mal versuchen, ob ich... Aber das ist eine Brücke. Ich glaube, das könnte auch zum Missionsende führen. Toll. Toll.
Ist okay. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Wir warten mal eben hier drin. Sitz still und halt den Mund. Die Polizei kommt dann nämlich. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot? Halt den Kopf unten. Wie soll ich das? Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Wir warten mal kurz ein bisschen ab. Nur, ich muss mir gerade meinen echten Gedanken... Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Ja, wie lautet der Plan? Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen, Parkhäusern. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Ja, da fährt er irgendwie nicht weg und da haben wir ein Heli. Ich habe... Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Mein Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es! Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Komm, geh aus. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Uncool. Der Heli liegt da hinten. Fliegt da hinten noch. Und da ist wieder so ein Polizist. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht auf, wie wir parken. Oh, bitte. Komm schon, bitte. Nein. 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 Ja, Wende, richtig. Wende, komm schon. Nein. Mann, warum steht denn jetzt der Polizist da? Danke. Danke. Wow. Wow. Moment. Jetzt kommt wieder das andere Polizeifahrzeug. Und der Heli fliegt auch gerade so scheiße. Warten wir noch mal das zweite ab. Mann, die wechseln sich, glaube ich, gerade die ganze Zeit ab. Nein! 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 Oh! Nein! Nein, Papi, nein! Ja. Also die Zeit ist jetzt auch langsam um. Ich mache mir jetzt mal ein paar Gedanken, wie ich das am besten angehe. Ich glaube, ich habe eine Chance vertan, wo ich hätte fahren können. Ich würde sagen, diese Mission, der widmen wir uns in der nächsten Folge. Und ich versuche noch mal ein bisschen mir zu überlegen, wie ich die Strategie jetzt angehen will, weil das war gerade echt nichts. Und anfangs dachte ich, das läuft noch ganz gut, aber jetzt haben sich permanent die Polizeiwagen abgewechselt. Und irgendwie verunsichert mich das gerade. Ich will eigentlich auch alles perfekt machen, aber... Na, sehen wir auf jeden Fall gleich. Vielleicht kriege ich es hin. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Seitenstraßen sie von mir wollen, dass ich die befahre. Aber ich glaube, nächstes Mal fahre ich einfach ein Stück weit durch. Ihr werdet sehen in der nächsten Folge. Bis denn!